So, hallo, da sind wir wieder bei Final Fantasy 15 Episode Arden. Und vielleicht wird das schon der letzte Teil von der Episode. Weil ich glaube, dass das nicht mehr so lange geht. So, wir schauen mal kurz auf die Karte. Ich habe alle Items eingesammelt, die freigeschalten wurden bis jetzt. Wir haben noch 3 Türme. Hier ist das Ziel. Und wir können noch FP verprassen. Das sollten wir auch noch machen. Ich bin jetzt nur am Überlegen, wie das funktioniert. Ich glaube, man muss hier drauf. Ja. Okay, ich mache jetzt einfach mal 16. Höllenfeuer. Ach, das sind Ifrit-Sachen. Ja, die nehme ich. Die nehme ich. Die nehme ich, die nehme ich. Die nehme ich, die nehme ich. Die nehme ich alle. Hör damit. So, was haben wir da noch? Erhöht HP. Oh, HP ist immer gut. HP und MP. Noch mehr. Noch mehr. I want it all. Gut, was gibt's noch? Doppelsprung. Okay. Hört sich gut an. Erhöht die Menge absorbierter antisolarer Partikel. Mhm. Beschwöre einen dunklen Sturm herauf. Beschwöre ein Scharfschützengewehr. Die Partikel gefallen mir gleich besser. Her damit. Nach erfolgreicher Parade wird MP hergestellt. Na, ist auch gut. Drücke nach einer Kombo von 100 oder mehr L1 und R1, um alle Gegner in der Umgebung zu vernichten. Okay. 64. Ausrauben. Erhalte nach erfolgreicher Mutationsangriff Gegenstände. Okay, was haben wir da? 32. Das könnte man noch voll machen. Sniper-Modus. Na, ich glaube, ich nehme das. Okay, dann fehlen uns hier noch 2 Fähigkeiten. Das wären einmal 32 FP und einmal 64. Na gut. Okay, dann würde ich jetzt sagen, gehen wir zum nächsten Turm. Ah, natürlich habe ich auch noch ein paar Hüte gekauft, ne? Wo war es? Hier. Die will ich euch nicht vorenthalten. Wir gehen sie alle mal durch. Cowboy-Hut. Der Zylinder gefällt mir am besten, muss ich ganz ehrlich sagen. Hier haben wir Captain Sparrow. Bob, der Baumeister. Mafia-Boss. Tropico. Was weiß ich, Diktator. Santa Claus. Und Goblin. Mir persönlich gefällt aber hier der verrückte Hutmacher-Hut am besten. Passt auch zu seinem Charakter, finde ich. Okay, probieren wir das hier mal. Und was ist das hier? Okay. Das war so knapp. Na gut. Okay, wo ist denn der Turm? Gehe ich jetzt hier richtig? Ja. Da drüben ist der Turm. Okay. Ich muss mal ganz kurz für mich lauter machen. Ich habe die Musik im letzten Part schon ein bisschen runtergedreht. Die war sehr dominant und ja. Das reicht, wenn man die leise im Hintergrund hört. Ja. Bei Musik. Ja.
Dieser Ort wird durch den Pakt mit den Königen von Luzis von uns Wächtern geschützt. Wir dulden keine Missetäter hier. Okay, Sektor G. Ich werde es jetzt so machen. Ich werde jetzt nicht alle diese Items hier während des Teils einsammeln, weil das dauert einfach viel zu lang. Wir gehen schnell zum Hutmacher. Gucken, was es gibt. Wie mag das wohl sein? Hm? Was geht da? Aha. Okay. Noch eine Runde, also. Muffensausen.
Ich denke, ihr sollt mich festnehmen. Keine Herausforderung für mich. Okay, war's das? Oder kommen noch mal Gegner? Das ist schon ziemlich viel rumgespawnt hier mit den Gegnern. Warte mal, wo ist denn der Hutmacher? Ach, da drüben. Na ja, gut, dann kann ich das Item hier auch mitnehmen. Wo ist der Hutmacher? Hier? Ich gehe wohl wieder runter. Ja, ich will zum Hutmacher. Da. Ding dong. Aha, Partyhut. 99.000. Apü. Okay, verkaufen wir mal ein bisschen was. 99.000. Oder die Waldfee. Okay. Okay. Dann erst zu den Türmen und dann. Gut, es ist ein Partyhut. Wir wissen, wie ein Partyhut aussieht. Wo kommen die denn jetzt her? Okay, hier ist ein Turm und auf der gegenüberliegenden Seite. Also die Türme will ich schon alle machen. Okay, ich glaube, jetzt wird es gleich heftig. Es wird gleich heftig. Richtig heftig. Ach du, holy shit. Shit, Mann. Das wird übel. Da habe ich mich wohl ein bisschen zu früh gefreut. Ist es aus? Ich hoffe nicht. Ich hänge. Alter, willst du mich verarschen hier? Ich hab den doch anvisiert. Warum macht er denn nichts? Ja.
Ich kann mich nicht bewegen. Alter. Dieser Ort wird durch den Pakt mit den Königen von Luzis von uns Wächtern geschützt. Klappe. Wir dulden keine Missetäter hier. Oh, oh. Bitte. Täusch mich nicht. Danke. War das schon? Wie schade! Wo war denn der Hutmacher? Da. Gehen wir mal da mal schnell hin. Einfach nur um zu gucken, was es für Hüte gibt. Ach komm, jetzt echt. Keine Herausforderung für mich. Okay, Partyhut, Zipfelmütze. Boah, die sind beide sehr teuer. Sehr, sehr teuer. Okay. Dann gehen wir zum letzten Turm. Heiliger Tant. Wir machen den letzten Turm noch und dann gehen wir mal zum nächsten Ziel, würde ich sagen. Ach, hier kann man auch noch speichern, aber ich glaube, ich mache erst. Ich mach erst den Turm. Nee, ich wollte eigentlich hier hin. Zack. Wo? Höchst enttäuschend. Na, da liegt auch noch ein Item. Nimm ich auch noch mit. Ist ja gerade hier ums Eck. Eine Jubiläumsmedaille. Vielleicht beim nächsten Mal. Nicht aufgeben. Wie mag das wohl sein? Endlich sterben zu können. Ich guck mal, können wir hier noch was? Oh. Da geht doch noch was. Noch 4 zum Glück. Cool.
Oha. Dieser Ort wird durch den Pakt mit dem Königen von Luzis von uns Wächtern geschützt. Na gut. Was sagt er? Nehmt das? Ich verstehe so schlecht. Shit. Zeig uns deine Macht. Ihr Furchterregen, so ein Gott in Aktion, was? Sämtliche Verstärker wurden zerstört. Die feindlichen Truppen beginnen mit der Invasion. Ich rücke aus. Ich komme mit. Nein. Als König müsst ihr euch in Sicherheit begeben. Es ist meine Pflicht, für die Zukunft zu kämpfen. Und zwar bis der Kampf vorbei ist. Verstanden. Kämpfen wir für die Zukunft von Luzis. So, was haben wir hier noch? Eine Zipfelmütze. Okay, also Zipfelmütze und Partyhut gibt's hier noch. Ich sehe aber auch noch eine Krone, ne? Vielleicht ist ja das der Partyhut. Okay, wir gucken mal noch nach den Fertigkeiten. Das müssten wir jetzt auch alles haben. Jawohl. Nice. Okay. Dann können wir bedenkenlos, denke ich. Vorsicht! Jetzt her! Er war zu stark. Keine Herausforderung für mich. Nicht wirklich. Okay. Da liegt noch was. Du sollst es aufheben. Das war schon eh und je das, was ich hier bemängelt habe in dem Spiel. Dass der immer wegspringt vom Item, anstatt es aufzuheben. Ob jetzt das Noctis ist oder hier unser Arin. Was ist denn du los? So, hier ist noch was. Ich würde die Reparatur wird lang dauern. Okay, ich wollte eigentlich noch speichern vorher. Na gut.
so langsam. Achtung, Achtung! Feindlich ist immer vor den Stadtmauern gesichtet! Also steckt doch das Imperium dahinter. Kampfformation einnehmen! Eine Niederlage ist keine Option. Ausrücken, sofort! Hier bin ich! Was ist? Schluss! Nimm das! Viel zu langsam. Au! Hört es auch mal auf, oder? Ich denke, ihr sollt euch festnehmen. Zu erledigen. Die Stürmung überlasse ich dir. Okay, dann betreten wir mal die Zitadelle. Ab hier gibt es kein Zurück mehr. Nein, ich bin nicht bereit. Warte mal. Das ist jetzt wohl kaputt. Okay, jetzt ist halt die Frage, soll ich hier nochmal speichern und einen frischen Teil dann anfangen? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie lange das Spiel jetzt noch geht. Also der DLC. Ich meine, wenn der auch noch mal eine halbe Stunde geht, wäre ein Teil noch drin. Ich sag jetzt mal, ich mache einen Cut. Wenn sich herausstellt, dass das Spiel doch nicht mehr so arg lang geht, dann schneide ich es noch hinten rein. Bis gleich oder bis zum nächsten Part.